Titelthema für dieses Special war ja Katastrophen, Kämpfe, Kompromisse. So haben wir das mal überschrieben. Wer kennt diese Aufzählung in seinem Leben nicht? Der kriegt jetzt, wenn du jetzt die Hand hebst, dann spendiere ich dir das nächste Mal, wenn du kommst, ein Eis. Also, Katastrophen, Kämpfe, Kompromisse. Wer kennt sie nicht? Beginnen wir mal mit den Katastrophen. Katastrophen passieren in unserem Leben, das ist wirklich so. Wir sind als Kinder Gottes, als Christen, nicht gefeit davor, dass wir nicht in katastrophale Zustände, in Katastrophen in unserem Leben hineinkommen können. Das ist wahr. Und Katastrophen können verschiedene Titel haben. Da gibt es Jobverlust, da gibt es Konkurs, das haben wir auch erlebt. Da gibt es einen Todesfall. Auf einmal wird deine Hälfte weggerissen und du verstehst es nicht. Das ist eine Katastrophe. Oder es ist die Trennung in einer Beziehung, die schon lange da war, oder in einer Ehe. Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht etwas, was dir zufällig jetzt aus Versehen passiert ist, sondern es ist eine Katastrophe in deinem Leben. Und du stehst vor diesem Ding und jetzt musst du damit fertig werden. Katastrophen sind auch Nachrichtensendungen. Da werden dir die Katastrophen sogar frei Haus auf deine Wohnzimmercouch geliefert. Du hast Anteil am Elend, an den Verwüstungen, an den Tod, an dem Tod an sich, der da wütet, und die Naturkatastrophen, die plötzlich kommen, unerwartet, und sie kommen direkt da, wo du sitzt. Nun ist es bei den Katastrophen so, dass vielfach hat man sich daran gewöhnt, einfach Fernsehkonsum, die Nachrichten. Ich weiß, dass sogar Leute dabei abstumpfen, dass sie sich das angucken und sie sind noch nicht mal berührt. Aber das sind Katastrophen, die sind wirklich ein bisschen außerhalb unseres Lebens. Die kriegen wir mit, da setzen wir uns vielleicht auch für ein. Und beten, dass Menschen gerettet werden oder dass Christen, wenn sie verfolgt werden, verbrannt werden und sonst was, dass da wirklich die rettende Hand Gottes kommt. Aber definitiv sind diese persönlichen Katastrophen, die sind echt hammerhart. Wir hatten, diese Übersetzung von dem Wort Katastrophe, das heißt Unglück, Unheil, Verderben, Hiobs Botschaft, Verzweiflung, Schmerz, Leid, Kummer, Verlust. Und Katastrophen machen etwas mit uns. Sie beschäftigen uns in den Gedanken, sie beschäftigen uns seelisch. Wir sind betroffen und der Körper reagiert darauf mit Trauer, mit Weinen, mit Schütteln. Du siehst manchmal Menschen, die in Katastrophen hineingekommen sind, denen siehst du das an. Das guckt ihnen aus den Augen, aus ihrer ganzen Haltung. Und diese Dinge beugen den Geist. Sie beugen auch den Geist des Christen, weil das ist das, was dahinter steht. Ein Niedergebeugtsein, ein Beschäftigen mit Sorgen. Auf einmal sind die stehen wie neben dir und du denkst, ach du meine Güte, wo kommen die denn her? Ich war doch vorher sehr fest. Wir sind so im Geist angegriffen, dass wir mit diesen Sorgen und negativen Erwartungen echt konfrontiert sind. Und wir haben dann das so an uns, dass wir die immer wieder mit jemandem besprechen müssen. Das ist eine heilsame Sache, aber es ist auch ein Wiederholen dieser Umstände und dieser Dinge, die uns da so betroffen haben. Vor kurzem, also genau genommen letzte Woche, bekamen wir einen Anruf, dass in einer Familie, wo wir freundschaftliche Beziehungen haben, ein Mann sich das Leben genommen hat. Der war nicht ungläubig, möchte ich dazu sagen. Ich denke, er war wirklich krank.
Aber diese Hoffnungslosigkeit, die der Feind in sein Leben gebracht hatte, hat ihn dann in einem Moment erwischt, wo er nicht mehr vielleicht so stehen konnte. Für die Familie ist das eine Katastrophe. Das ist nicht nur ein Trauerfall, sondern das ist eine echte wahrgenommene Katastrophe. Wir haben sofort angefangen zu beten. Und das, was mir als allererstes in den Sinn kam, deswegen sage ich, du musst in deiner Bibel lesen, du musst es einpacken in dir, du musst wissen, im Katastrophenfall, was mache ich? Und mir schoss als erstes der Anfang von Psalm 91 in den Kopf. Und ich habe losgelegt mit diesem: Ihr werdet unter diesem Schirm des Höchsten bleiben. Der Herr ist eure Schutzburg. Ihr werdet euch da rein zurückziehen. Und die Pfeile, die nachts fliegen, weißt du, nachts ist alles nochmal anders. Die Pfeile, die nachts fliegen, die werden keinen Brand in euren Herzen entzünden. Das nicht. Und wir haben den Feind zurückgewiesen, weil, weißt du, diese Trauer um den Menschen und dieses, warum hat er das gemacht? Wir haben doch gestern noch und dieses. Du brauchst dafür etwas, was du im Geist entgegensetzen kann, was nicht aus dem Natürlichen ist, sondern was aus dem übernatürlichen Raum kommt. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, das sage ich euch. Es wird bewirken, wozu es ausgesandt ist. So, und wir haben wirklich ganz stark an diesem Psalm lang gebetet. Du kannst diesen Psalm wirklich mal lesen und du kannst ihn studieren und kannst einfach mal da gucken in deiner Situation, was sagt dieser Psalm jetzt in meine Situation hinein? Um was geht's da? Das zweite war ja Kämpfe. Nochmal die Frage, wer von euch kennt nicht, dass er kämpfen muss? Hand hoch. Das habe ich mir gedacht. Ich denke manchmal, kämpfen ist ein Dauerthema in meinem Leben. Manchmal, da lassen wir so Revue passieren, was denn so früher alles so war, in den letzten Jahren war, in dem letzten Monat war, in der letzten Woche war. Und ich denke, ich komme gar nicht mehr aus dem Ring raus. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir den Siegpunkt, dann steht was Neues da. Ja? Und dann erinnerte mich das jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, an 2. Samuel Kapitel 21, da lest ihr von David. Und da heißt es bei David in dieser Passage, lest ihr immer wieder, und wieder gab es einen Kampf. Und wieder gab es einen Kampf. Und wieder sammelten sich die Philister. Und dann kommt der entscheidende Satz. Wie heißt der Satz? Und David war ermüdet vom Kampf. Und so empfinde ich das. Das Erstärkte sich im Herrn hat er erst gemacht bei Ziklag. Als Ziklag total verbrannt war, alle waren verschleppt, das war auch Katastrophe pur. Da hat David gesagt, was soll ich denn machen, weil seine eigenen Leute wollten ihn ja auch meucheln. Und da hat er gesagt, ich stärke mich in Gott, meinem Herrn. Das ist eigentlich der Weg. Ich stärke mich in Gott, meinem Herrn. Es ist genau das Gleiche wie mit diesem Katastrophending. So, das Wort Kampf bedeutet, wenn er das mal so eingebt, Internet oder so irgendwas, heißt Anstrengung, Plage, Ringen, Gegenwehr, Widerstand. Wusstet ihr, dass ihr eine Widerstandsbewegung seid? Amen. Bewaffnete Auseinandersetzung. Ihr müsst immer diese Worte hören mit dem Geistlichen, was du im Geist tust. Zwist, Duell, Schlachten schlagen. Oder was man tut beim Kämpfen ist, man streitet, man bekämpft, ankämpfen gegen, zu bezwingen suchen, verjagen, anfechten, abwehren, vertreiben, Feuer eröffnen. Feuer auf die Machenschaften des Feindes in deinem Leben. Feuer geben, das heißt, du haust mal ordentlich
was raus vom Wort Gottes. Du lässt dir nicht dauernd vorlabern, dass du ja so schwach bist, dass der Feind zu stark ist. Und immer wenn du was für den Herrn machst, dann ist es besonders schlimm in deinem Leben. Stopp, halt, alles Blödsinn. Stimmt nicht so. Und obsiegen, das ist so ein schönes altes Wort, ne? Obsiegen, das kenne ich von meinem Opa. Obsiegen, das ist echt toll. Ich wünschte, ich würde immer obsiegen. So, die Bibel kennt dieses Wort Kampf von Anfang bis Ende. Ich kenne viele Leute, die schreiben uns an und sagen, ach, Altes Testament, ich kann es nicht hören. Immer nur Kampf, immer nur Stress, immer nur... Hast du jemals die Berichterstattung über ein Fußballspiel gehört? Da geht es um Verteidigung, da geht es um Sieg, da geht es um Kampf, da geht es um Niederlage. Da hast du alle diese ganzen Worte auch aufgereiht, ne? Und die haben schon allein aus finanziellen Gründen nötig, dass sie obsiegen. So. In der Bibel findest du den Aggressor schlechthin, der dir nämlich das Kämpfen zuschiebt. Wegen ihm kämpfst du. Und das ist der Feind. Und wegen ihm kämpfst du, das ist der Herr. Und das ist sehr, sehr wichtig. Der Feind ist wirklich der Aggressor deiner Seele. Er möchte nicht, dass du da, wo du jetzt bist, bist. Er möchte gerne, dass du den Kampf aufgibst und sagst, hat sich nicht gelohnt. Das, was ich geglaubt habe, kam ja nicht so. Das, was ich gebetet habe, schon gar nicht. Wo sind denn meine Gebetserhörungen für Heilung? Oder wie ich das schon vorher mal gebetet hatte, dass ich einen Job kriege. Und das noch und das noch und das noch. Und auf einmal legt er dir eine ganze Reihe vor, für die du gebetet hast und die anscheinend im Sand verlaufen sind. Lohnt sich alles nicht. Er ist der Aggressor deiner Seele. Er möchte nicht, dass du da bist, wo du bist. Das musst du wissen. Es gibt viele Kämpfe in unserem Leben, die haben auch verschiedene Titel. Bei dem einen sind das Krankheiten, beim anderen ist es ein Lebensdesaster, wirklich, wo Dinge sich wirklich dramatisch ändern. Es gibt geraubte Güter, es gibt Ansprüche, Finanzen werden dir buchstäblich geklaut. Es gibt Visionen, die du hattest und die auf einmal sich verflüchtigen durch den ermüdenden Kampf des Lebens. Auf einmal ist deine Vision weg und du sagst dir, oh, wo ist sie hin? Nichts mehr da. Es gibt mangelnde Durchbrüche in verschiedenen Bereichen. Es gibt Machtkämpfe, wirklich sachliche Meinungsverschiedenheiten, Unterschiedlichkeiten, die sich zu einem persönlichen Konflikt zusammenbrauen. Und es gibt Burnout. Das neue, alte, schöne deutsche Wort Burnout. Das ist ein Kampfplatz, der ist wirklich herausfordernd. Wahrscheinlich kann man die Liste noch lange, jeder hat ja so seine Dinge, kann man die lange fortsetzen, aber wisst ihr, was den einen aus dem Sofa holt, wegen einer Lappalie, das ist für den anderen ein Achselzucken. Und genauso erleben wir auch Kampf unterschiedlich. Das, was für den einen wirklich fast die Existenz ist, das ist für den anderen. Na und? Pff, wird sich schon ändern. Wir gucken nach vorne. Das ist so. Und damit muss man auch wirklich auch fair mit sich selber umgehen. Und sich nicht selber so überstressen. Man muss immer und immer ganz vorne weg und immer und so. Und das ist einfach nicht so. Wir haben dieses auch, dass wir sagen, okay, in dem Bereich habe ich wirklich noch keinen Siegpunkt gekriegt. In dem Bereich bin ich noch auf dem Weg. In dem Bereich hilft der Herr mir gerade, dass ich in den nächsten Step reinkomme. Sei doch barmherzig mit dir selber. Hab dich mal selber lieb. Das ist immer eine gute Sache. Manchmal gibt es Kampfsituationen in unserem Leben, in die werden wir hineingezogen. Die wolltest du nicht. Auf einmal sind sie da, weil irgendjemand dich als eine Bedrohung empfindet oder
als Konkurrent. Du bist zu mächtig, du bist zu versiert, du bist einfach jemand, der wirklich bedrohlich ist für die Position des anderen. Der Hintergrund davon sind oft Neid und Missgunst. Der andere soll nicht so hochkommen. Dann geht es vielleicht um Machtverlust. Auch in Beziehungen, auch in Ehesachen geht es manchmal echt um diese Themen. Machtverlust. Ich habe das Sagen hier. Ich weiß, wo es lang geht. Der andere wird herabgesetzt, er wird klein gemacht, um die eigene Großartigkeit zu beweisen und die Anerkennung aller zu verdienen. Und der Hintergrund dafür sind oft eigene Selbstzweifel, eigene Überlebensangst. Der andere hat so viel Selbstzweifel, dass er dich runtermacht. Und oft sind dann diese Rache- und Vergeltungsgedanken die Waffen, die der Teufel am liebsten benutzt. Du hast auf einmal in deinem Kopf, Mensch, dem möchte ich jetzt mal richtig die Meinung geigen. Und dann gibt es im Deutschen ein so witziges Wort, da musste ich ja wirklich lachen, als ich das gelesen habe irgendwo. Der Feind möchte uns dazu bringen, dass wir unser Mütchen kühlen. Habt ihr das mal gehört? Das Mütchen kühlen, also deinen Mut abkühlen. Mütchen kühlen. Und wenn wir dem anderen so nebenbei eine kleine Lektion verpassen. Es gibt Leute, die können das mit einem Blick. Und es gibt Leute, die können das sprachlich sehr gut ausdrücken. Dem werde ich mal eine Lektion verpassen. Und dann gibt es ja das noch mit Zähneknirschen einen Kompromiss finden. Den Kompromiss findet man, aber keiner von beiden Seiten ist damit zufrieden. Jeder hat in seinem Herzen Zorn, Wut, irgendwelche Vorhaltungen, keine gelösten Dinge. Kämpfe machen auch was mit uns. Die machen was mit unseren Gefühlen. Bei Kampfsituationen kannst du dich am besten genau erkennen, wie du so tickst. Da weißt du auf einmal, ach so ist das bei mir. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln baut sich auf diesem Kampfverhalten auf. Auf einmal weißt du genau, wie du bist. Wir schießen übers Ziel hinaus, wir sagen Dinge, die wir eigentlich gar nicht sagen wollten, die auch gar nicht gut sind, die wir auch gar nicht so meinen wirklich. Aber gesagt ist gesagt. Und dann mangelt es oft an Vergebung. Oder dass man sagt, hey, sorry, tut mir leid, ich bin echt ein bisschen schräg. Nimm dich mal selber nicht so wichtig. Und die Bitte um Vergebung ist wirklich die einzig richtige Erkenntnis in diesem Kampffeld. Ohne Vergebung wirst du keine Kämpfe erringen für dich. Es geht nicht. Die Bibel, die spricht ja immer sehr gut in unsere Situation. Da heißt es nämlich, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Das musst du machen, das macht der Herr nicht für dich. Legt alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Warum eigentlich soll ich das machen? Was ist der Grund? Weil ihr den alten Menschen in seinen Handlungen ausgezogen habt, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Du sollst verwandelt werden in die Jesus-Charaktere, die er hat, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit aufeinander zugehen. Das hast du alles schon tausendmal gehört, stimmt's? Genau. Und dann kommen wir nämlich zu dem dritten, mit den Kompromissen. Kompromisse heißt Zugeständnisse machen, handelseinig werden, fixieren, abstecken, Übereinkunft, Einigung, Zwischenlösung. Ich habe im Internet das eingegeben, das musst du mal machen. Nur mal so testweise, Kompromiss. Du wirst flächendeckend fast finden, dass das Wort Kompromiss
nur positiv besetzt ist. Nur positiv. Kompromiss, wer einen Kompromiss finden kann, der ist der Beste. Der hat es richtig gemacht. Und wisst ihr was? Das stimmt auch. Das stimmt. Die eine Seite der Kompromisse ist wirklich total positiv. Und wenn du in eine Situation kommst, die schwierig ist, und du kannst sagen, hey, lass uns drüber reden, ich gehe ein Stückchen zurück, du gehst ein Stückchen, lass uns gucken, wo wir hier ein Agreement finden, dann ist das sehr gut und es ist weise und es ist klug. Und es ist auch von Gott. Aber was ist das Gegenteil von dem guten Kompromiss? Ein fauler Kompromiss. Es gibt faule Kompromisse in unserem Leben. Kann es sein, dass in deinem Leben ein Kompromiss auch ein hingenommenes Übel ist? Die Beschreibung klingt dann etwa so. Ein fauler Kompromiss ist eine Übereinkunft, die keine gesunde Basis hat und für keinen wirklich nützlich ist. Oder Harmonie ist ja erstrebenswert, bringt jedoch die Gefahr, dass sie um des lieben Friedens willen zu schnell nachgegeben wurde oder ist auf faule Kompromisse eingegangen. Um des lieben Friedens willen. Du sagst, damit ich hier keinen Stress habe, opfere ich halt. Aber du fühlst dich in deinem tiefsten Inneren total blöd, verletzt, in die Ecke gestellt. Lass uns doch drüber reden. Wir können schon zu einer Einigung kommen, die uns allen was bringt. Das hört sich manchmal gut an, aber es ist nicht immer so. Du musst in dein Herz gucken. Du musst in deinem Herzen wissen, okay, ich lasse das los, weil ich weiß, Gott möchte von mir dieses, dass ich jetzt das loslasse. Dann bist du frei. Ansonsten bleibt das in deiner menschlichen Denke hängen und du sagst, okay, Hauptsache wir haben hier keinen Stress. Wird schon. Zum Schein eingegangene Kompromisse, um einen Status quo zu halten. Und trotzdem weiß man im Inneren, das geht nicht gut. Kompromisse sind oft nicht ganz ehrlich. Und da müssen wir aufpassen. Das ist die Falle des Feindes. Dass wir nicht da reinkommen und uns selbst was in die Tasche lügen, nur um einen Konflikt, der sowieso da ist und den wir selber nicht bewältigen können, einfach so zu übergehen. Wir lassen es einfach so. Lang anhaltende faule Kompromisse, das findest du in gescheiterten Beziehungen. Da war das Feld, das Kampffeld für diese faulen Kompromisse. Lang anhaltende. Hier mal was, da mal was. Macht doch jeder. Ist doch ganz logisch. Ich sag dazu jetzt mal lieber nichts. Wisst ihr, wir kennen die Tonlagen, in denen etwas gesagt wird. Es ist nicht, guck mal, ich kann ja auch sagen, ich sag dazu jetzt mal lieber nichts. Oder ich sage, dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Und dann hast du in der ganzen Haltung aber diesen. Und aus deinen Augen und aus deinen Zähnen kommt der Zorn rausgekrabbelt. Und der trifft den anderen. Du musst manchmal gar nichts sagen. Und der andere ist getroffen. Ich schaue nicht so genau hin. Oder ich gebe das auf, ich habe einfach zu viel Angst vor der Reaktion von dem Gegenüber. Lohnt sich ja eh nicht. Der macht sowieso, was er will. Die macht sowieso, was sie will. Das sind diese Sprüche, die wir drauf haben, wenn es darum geht, Kompromisse zu schließen. Oder ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich bin halt so, wie ich bin. Das ist die beste Entschuldigung, die der Feind dir vorlegen kann. Das heißt so viel, du brauchst dich nicht zu verändern. Es gab mal eine Werbung vor Jahren,
Da lief dann so eine attraktive Dame am Schaufenster vorbei. Was hat sie gesagt? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ist das eine blöde Proklamation? Für Christen ganz schlecht. Du willst nicht so bleiben, wie du bist jetzt, sondern du willst dich ausstrecken. Du willst mehr von Gott. Du willst mehr Durchbrüche in deinem Leben. Du willst mehr Durchbrüche in deinen Gebeten. Du willst von allem mehr. Du willst doch nicht das bisschen, was du jetzt hast. Ich meine, ich verstehe ja, dass sie ihre Figur meinte. Hätte ich ja auch gerne, aber... Oder die anderen müssen eben damit leben, wie ich bin. Sie müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Sollen doch die anderen zusehen. In der Gesamtsumme von Kompromissen, von faulen Kompromissen, öffnest du Türen in deinem Leben für feindliche Geschichten, für dämonische Aktivitäten, für er kriegt einen Fuß in deine Tür rein. Und den wieder rauszuquetschen, das dauert. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo ist denn jetzt der biblische Punkt hier in dem Ganzen? Und welches waren denn diese zwei Verse? Das ist in Italien, bestenfalls vielleicht in der Türkei oder in Indien. Und wisst ihr, was das ist? Das sind Linsenfelder. Da wächst Mohn, Mohn wird da angepflanzt und Linsen. Das nächste, das hattet ihr dann schon gesehen. Was ist das? Die gute alte deutsche Linsensuppe. Ich habe erst gedacht, das ist ja ein komisches Bild. Das macht mir irgendwie nicht Appetit. Aber ich bin kein Suppenesser. Das ist die gute deutsche Linsensuppe. Das hier sind Linsen. Linsen haben eine Eigenart. Die können nicht aus sich selbst so wachsen, sondern sie brauchen eine Leiter. Deshalb werden Linsen oft mit Gerste oder mit Weizen zusammen angepflanzt. Das ist Hafer, aber hier seht ihr auch, dass da diese Linsenpflanzen dran hochklettern. Es geht eigentlich nur ums Hochklettern. Und dann kommt zur Ernte dieses Gestrüpp. Und ich habe gedacht, oh Mann, was eine Arbeit. Denn Linsen und Gerste oder Linsen und Weizen werden oder müssen dann zusammen geerntet werden. Es gibt 50 verschiedene Linsensorten. Das wusste ich gar nicht. Und wir essen ja immer nur dieses, was da in den Schoten drin ist. Wir essen eigentlich nur den Samen. Der wird halt im Ausland produziert, vor allen Dingen da in diesen südlichen Ländern. Aber es gibt ihn auch im Schworbeländle auf der Schwäbischen Alb. Genau. Und was gibt's da, dieses besonders geniale Essen? Der Linsen mit Spätzle und Seitenwürste dazu. Sag's nochmal deutlich. Linsen mit Spätzle und Seitenwürstchen dazu. Ja, jetzt hat das Deutsch gesagt, das ist doch nicht Hochdeutsch. Also Linsen und Spätzle-Nudeln und da gibt's so Seitenwürstle, nennen die das, so rote Wurst, ne? Die da so reingekocht wird, genau. So, ja. Also die Schwaben unter uns kennen das, ne? So. Und hier seht ihr diese Sisyphusarbeit. Denn sie muss diesen Weizen oder diese Kornkörner von den Linsen trennen. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb hier in Deutschland kaum Linsen angebaut werden, weil dieses hohe technische Know-how, was man dafür braucht und diese Maschinen und diese Manpower einfach, würde sich hier bei uns nicht rechnen. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass wirklich vom Ausland her diese vielen Linsen zu uns kommen. Das sind so die typischen Linsen, die wir kennen, also die so meine Oma gekocht hat. Aber heute gibt es rote Linsen, grüne Linsen, orange Linsen, schwarze Linsen. Es ist unglaublich. Und das ist der Mann, um den es geht. Mitten auf dem Linsenfeld. Das kannst du so lassen.
Linsen, habe ich gehört, wurde jetzt von den Bodybuildern entdeckt. Die Bodybuilder sagen, esst mehr Linsen. So, Linsen sind perfekt für den Muskelaufbau. Sie enthalten Proteine, sie sind fettarm, haben Eisenanteil. Und also wenn du im Sportstudio dich aufhältst, ne, koch dir mal eine schöne Linsensuppe. So, das ist jetzt nur mal kurz zu dem Äußeren und ich möchte heute Abend noch mal ganz kurz jetzt diesen Mann mit euch beleuchten. Ich hoffe, ihr steht jetzt mit mir genau mit ihm auf diesem Linsenfeld, um das es geht. Denn wie gesagt, in dieser Gebetszeit zwei Verse, die haben mich wirklich erwischt. Und zwar deshalb, wir sollen auf dem richtigen Kurs bleiben. Wir sollen unser Ziel erreichen. Du sollst das Land besitzen. Du sollst es nicht verlieren. Du sollst dein Land, was Gott dir gegeben hat, nicht einfach opfern wegen blöden Kompromissen. Das ist das, was Mike vorhin gesagt hat. Hey, erzähl den Leuten nicht irgendwas von Weihnachten und vom Osterhasen, sondern erzähl ihnen, wenn schon, das Evangelium. Und mach keine Kompromisse in deinen Beziehungen und in allem, auch nicht in deinem Glaubensleben. Ich kenne Leute, die machen Kompromisse und haben gesagt, oh, ich konnte nicht mehr kämpfen, ich habe so viele Jahre gekämpft, aber ich bin eben so und jetzt mag ich nicht mehr. Die haben schlichtweg ihr Land verlassen. Vielleicht war es ihnen nicht wichtig genug. Linsen gelten nicht als das Top-Essen, sondern sie sind wirklich unterster Level. Die andere Linsengeschichte in der Bibel, die kennt ihr ja, Esau und Jakob, und der schwindelt ihm da einfach einen da und für ihn war das nichts wert. Jakob hat einen Strick draus gedreht, aber Esau hat es nicht geschätzt. Das war ihm nicht wichtig. Sein Erstgeburtsrecht, das, na und? Und das ist genau das Thema, um das es geht. Lass dein Land dir nicht klauen. Lass dir deine Berufung nicht klauen. Lass dir nicht vom Feind erzählen, es lohnt sich ja nicht. Es lohnt sich doch gar nicht. So ein Stress wegen so ein bisschen. Du sollst alles ausrichten, wozu der Herr dich in deinem Leben berufen hat. Das ist eigentlich die Richtung, in die wir gehen. Da gibt es Katastrophen, da gibt es Kämpfe, da gibt es Kompromisse, ja. Aber es ist wichtig, dass du in der richtigen Haltung bist und dass du nicht einfach fahrlässig opferst. Hau nicht ab, wenn es eng wird. Mach keine schrägen Kompromisse, wenn es anstrengend wird. Ihr habt bestimmt schon mal von den 30 Helden Davids gehört oder gelesen. Wenn du die nachzählst, sind das mehr als 30 und dann steht an einer Stelle, und es waren 37. Aber es wird immer von 30 Helden geredet. Und diese 30 Helden, die werden beschrieben in 1. Chronik 12, Vers 2. Helfer im Kampf, ausgerüstet mit dem Bogen und geschickt, mit der rechten und mit der linken Steine zu schleudern und Pfeile mit dem Bogen abzuschießen. Was klingelt bei dir? Das ist deine Gebetshaltung. Du schießt die Pfeile. Was heißt das denn, wenn wir mit Steinen werfen sollen? Du schmeißt mit dem Wort Gottes um dich. Du hast die Verheißung Gottes parat. Du weißt das Wort Gottes und sagst, der Herr hat aber gesagt, ich werde leben und nicht sterben, und die Werke des Herrn verkünden, zum Beispiel. Was hat Jesus gemacht, als der Heilige Geist ihn in die Wüste getrieben hat? Er hat nicht mit überredenden Worten gekämpft, sondern Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Das ist das, was wir machen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und dieser Spruch oder dieser Vers wird ja oft benutzt, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Bosheiten. Das stimmt. Aber weißt du, was davor steht? Ordne dich Gott unter. Unterordnet euch Gott. Das ist eine Grundvoraussetzung, weshalb du überhaupt in die Position kommst, zu widerstehen. Und wir ordnen unsere Gedanken unter, wir richten uns aus, wir sprechen das Wort Gottes aus, wir proklamieren die Verheißung Gottes. Das ist das, wenn es hier bei den Helden heißt, ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, Steine schmeißen auf den Feind und zwar rechts und links.
Mach mal nicht nur einen auf. Danke, Herr, dass du mich heute bewahrt hast. Amen. Das ist ein bisschen zu wenig. Du solltest geübt sein, Pfeile auf den Bösen abzuschießen. Die Pfeile, die wirklich auf deine Familie von seiner Seite getroffen haben. Du sollst in die Position kommen zu sagen, stopp, Moment mal. Stopp, stopp, nein. Ich bin in einer Position, die Gott mir gegeben hat. Ich bin hier derjenige oder diejenige, die hier etwas ausrichtet. Das heißt es, mit der rechten und mit der linken Steine zu schleudern. Du kannst mal diesen Vers dir angucken. 1. Chronik 12, Vers 2. Der wird dir dienen, der wird dir helfen. Der wird dich aufpushen, dass du sagst, stopp, Moment mal. Das hört jetzt auf und das hört auf und das hört auf. Und die Nachbarin, die quackt mich auch nicht immer so blöd an. Und ich kann ein gutes Wort mit ihr reden. So, einen von den 30 Helden. Amen. Einer von den 30 Helden, sein Name ist Schammer. Das ist der hier. Ungewöhnlicher Name, ungewöhnlicher Mann. Und doch war der Gott so wichtig, das musst du dir mal vorstellen, dass wir seine Heldentat für immer im Wort Gottes finden. Bis heute. Du sitzt heute Abend hier, um über Schammer nachzudenken. Du sollst ja nicht über Linsen nachdenken, sondern über diese großen Heldentaten. Du sollst selber ein Schammer werden. Das ist die Grundausrichtung. Jetzt lese ich euch das mal. 2. Samuel 23, 11 bis 12. Zwei pickelige Verse. Nicht viel, aber perfekt. Und nach ihm, nach einem anderen Kämpfer, kommt Schammer, der Sohn Ages aus Hara. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Ackerfeld voller Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Weißt du, Gott hatte seinem Volk ein Land verheißen, wo Milch und Honig fließt. Verheißen und gegeben. Und in dem hier beschriebenen Kampf geht es um ein kleines Stückchen Erbteil, ein kleines Feld mit Linsen. Wenig wertvoll im Vergleich zu manch anderem Landstück. Sollte man um sowas kämpfen? Die Philister wollten es jedenfalls. Die haben sich gedacht, das Stück, das holen wir uns. Sie wollten jedes kleine Stück erobern. Koste es, was es wolle. An einem ganz gewöhnlichen Tag sind die Leute auf dem Feld, müssen diese Sisyphus-Arbeit machen mit diesem Linsenernten und dann kommt ein Schatten fällt auf sie. Hast du das mal erlebt in deinem Leben? Ein plötzlicher Schatten von Umständen, von Ungewissheiten, von dramatischen Ereignissen, von Dingen, die dich bis ins Mark getroffen haben, dass ein Schatten auf dein Leben gefallen ist. Als ein Schatten auf sie fällt, über die Hügel kommen Hunderte bis an die Zähne bewaffnete Krieger, um einzufallen. Was machen die Arbeiter? Die hauen ab. Bei der Ernte hatten sie noch eine Strategie, wo man anfängt am besten und wo man heute Mittag sein will. Aber mit diesem Ereignis hatten sie gar nicht gerechnet. Und sie wussten, dass sie eigentlich gar keine Chance hatten. So eine Übermacht. Kennst du das aus deinem Leben? Auf einmal kommt was und du sagst, boah, das schaffe ich nicht. Das überwältigt mich. Ich pack das einfach nicht. Das sind diese Momente.
Aber einer war dabei. Warum der auch immer da war. Vielleicht hat er selber mitgeerntet. Vielleicht war er zufällig vorbeigekommen. So, wir lesen das ja auch bei David und Goliath, bei dieser Geschichte. David kam ja eigentlich fast zufällig dahin. Vielleicht war Schammer auch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt da. Vielleicht hatte der sich noch nicht so viel gebuckelt wie die anderen. Ich weiß es nicht, steht auch nicht drin, ist auch egal. Was wichtig war, ist, Schammer war einer von Davids Kämpfern. Wisst ihr, was der gelernt hatte? Kämpfen. Der hatte bestimmt manche Schramme eingesteckt, der hatte bestimmt manche Wunde in seinen Kampfzeiten erlebt, aber doch wusste er, wenn der Feind kommt, dann stehe ich hier. Ich hau nicht ab. Und das hat er auch nicht gemacht. Er hatte bestimmt Siege erlebt. Er hatte bestimmt auch Verluste schon erlebt. Aber in seinem Herzen mit Sicherheit war das, ich will den Sieg. Ich brauche den Sieg. Er wollte nicht zurückweichen, nicht aufgeben. Und sollte einer wie er davonlaufen? Dieser Satz, sollte einer wie ich davonlaufen, das sagt auch Nehemia, als er die Mauer baut. Und dann kommen die Anfechtungen. Der Feind kommt immer mit einem neuen Trick. Und dann sagt neben mir, einer wie ich, weglaufen? Ja, nicht. Hatte schon mal Angst? Hast du Angst manchmal? Er ließ Angst überhaupt keine Chance. Hatte er eine Strategie? Er hatte strategisches Kämpfen gelernt, ja. Schwäche? Nö. Er hatte Ausdauer und Dranbleiben gelernt. Lohnt sich das Kämpfen? Das ist eine Frage, die hast du dir bestimmt schon 100-mal gestellt. Lohnt es sich zu kämpfen? Die Frage stellte sich Schammer nicht. Alles war es wert zu kämpfen, wenn der Sieg auf meiner Seite ist und nicht auf der Siegseite des Feindes. Der Schammer war sich darüber im Klaren, dass der Feind sich alles nehmen würde. Der Feind will auch in deinem Leben sich alles nehmen. Alles. Nicht ein bisschen. Alles. Und er würde nicht mit dir über einen Kompromiss verhandeln. Manchmal gibt es Menschen, die verhandeln mit dem Feind. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts. Wir schaffen so ein Agreement. Und das geht gar nicht. Du kannst nicht in einer friedlichen Koexistenz, das ist so ein politisches Wort, du kannst nicht in einer friedlichen Koexistenz mit dem Feind leben. Entweder bist du gegen ihn oder er ist gegen dich. Einer von beiden gewinnt. Und du solltest der Gewinner sein. Immer. Der Feind sucht sich auch nicht unbedingt deine starke Seite, sondern er kommt erstmal, wo du ganz schwach bist, wo du schlecht drauf bist, wo du nicht so sicher bist, wo du angegriffen bist, dann ist er auf einmal da. Wie ein Schatten fällt er auf dich. Da hat jemand gesagt, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum diese Leute sich getrennt haben. Wie kam es? Die waren immer so vorbildlich, die waren immer so herzlich und so umeinander rum und alles war so gut und alles war so toll. Und ja, und dann die Kinder und... Ja, auf einmal waren die Kinder groß und auf einmal waren die Kinder aus dem Haus. Und ja, im Lauf der Zeit nahm diese Liebe ab, das Gefühl nahm ab. Man lebte in Kompromissen, hatte sich mit den Eigenarten des anderen so arrangiert. Keine gemeinsame Vision, ein Nebeneinander prägte den Alltag. Und wie konnte es dazu kommen? Jetzt war auf einmal alles am Ende. Keiner hatte es in Betracht gezogen, für eine Sache zu kämpfen. Keiner hatte etwas verteidigt, was ihm wichtig war, sondern man hat es einfach laufen lassen. Und dann gehen beide aus dieser Sache raus, vielleicht aufs nächste Linsenfeld. Oder wieder ein anderes Linsenfeld. Und weißt du was? Auf dem musst du genauso stehen und kämpfen. Auch da will der Feind reinkommen. Er will dein Land. Wir müssen wachsam sein in den kleinen Dingen des Alltags.
wachsam. Wisst ihr, der Schammer, der kam nur mit dem Ochsenstecken. Und der hat um sich gehauen, was das Zeug hielt. Du musst dir das mal bildlich vorstellen. Der stand ja nun ganz alleine auf dem Feld. Du stehst da auch manchmal ganz alleine, oder? Was holst denn du so raus? Und haust ordentlich rum. Sind es die Bibelstellen, die dir einfallen, wo du wirklich wieder merkst, ja stimmt, ich verlasse mich auf das, was Gott sagt. Ich weise die Sorgen aus meinem Leben. Ich weise die Trauer aus meinem Leben. Ich weise den Verlust aus meinem Leben. Ich nehme Abstand davon. Ich verlasse mich auf das, was Gott sagt. Gott wird mir etwas schenken. Er wird mir Rettung geben. Er wird mich nicht da sitzen lassen. Er ist derjenige, der mich weiterbringt, der mich ans Ziel bringt. Weißt du was? Dein Leben wird getragen von den ewigen Plänen des Herzens Gottes. Dein Leben wird getragen von den ewigen Herzensplänen Gottes. Du wirst nicht untergehen. Wenn du wirklich an ihm dran bleibst, wirst du nicht untergehen. Wie tragisch, wenn Schammer weggelaufen wäre. Bist du schon mal weggelaufen? Hast du schon mal gesagt, reicht mir jetzt, kein Bock mehr? Wenn wir Gottes Berufung loslassen, werden wir sie nie erfüllen. Das schreibt der Daniel Kolender in dem Buch Lebe, bevor es zu spät ist. Da ist auch eine Schammergeschichte drin, die habe ich auch gelesen. Er hat einen bisschen anderen Schwerpunkt. Lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Und er sagt, wenn wir Gottes Berufung verlassen, werden wir sie nie erfüllen. Du willst ans Ziel kommen. Du willst dein Land bewachen. Du bist eine Bedrohung für den Feind. Und der Herr ist dabei, eine große Rettung zu schaffen. Das war eigentlich für mich der letzte Satz von diesen zwei Versen. Das ist für mich eigentlich das Highlight. Der Herr, so schenkte der Herr eine große Rettung. Weißt du was, du würdest nicht hier sitzen, wenn der Herr dich nicht gerettet hätte, wenn er dir nicht immer wieder durchgeholfen hätte, wenn er dir nicht immer wieder Siege gegeben hätte, wenn er nicht immer wieder dein Leben gehalten hätte, wenn er dir nicht immer diesen Ochsenstecken in die Hand gegeben hätte, wenn er dir nicht immer gelehrt hätte, wie man den ehernen Bogen spannt. Das ist das, was der Psalm 18 berichtet. Er lehrte mich zu spannen, den ehernen Bogen. Der Herr gab die große Rettung. Wisst ihr, es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass der gegen eine Hundertschaft oder mehrere Hundert oder diesen Sieg hervorbringen konnte. Es konnte nur der Herr sein. Es geht gar nicht anders. Es geht auch nicht anders in unserem Leben. Der Herr bringt die Rettung in dein Leben. Der Herr hält dich. Und das ist das, was dich fest gründet. Wenn die Katastrophen kommen, der Herr ist deine Rettung. Der Herr gibt dir die Rettung. Der Herr gibt dir den Sieg. Der Herr ist dabei, deine Kämpfe mit einem Siegpunkt zu versehen. Mit Siegpunkt. Er möchte nicht, dass du das Land verlierst. Er hat es gewusst. Du brauchst einen, der dich leitet und der dich führt. Und das ist der Heilige Geist. Deswegen hat er dir den Heiligen Geist gegeben. Er wusste, du würdest es nicht alleine packen. Er wusste, du brauchst einen, der dir die Strategie jetzt gibt. Er wusste, du brauchst einen, der dir den größeren Horizont der Dinge verschafft. Er wusste, du brauchst einen, der zu dir redet in Zeiten der Katastrophe. Er weiß, du brauchst jemanden, der dir diese feste Hoffnung gibt, der dir Ermutigung gibt, der dir Segen gibt, der dich erfrischt, der dich erquickt, der dich ermutigt jeden Tag. Er wusste das. Das ist das große Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn du ihn nicht hörst, hast du wirklich noch schärfer zu kämpfen, als wenn du weißt, wenn er sagt, das machst du so. Oder wie du gesagt hast, David aber stärkte sich in Gott, seinem Herrn. Der Heilige Geist möchte, dass du weißt, dein Leben ist getragen. Dein Leben ist nicht eine, wie auch immer, geartete Kampfgeschichte, die anscheinend nie aufhört. Das stimmt nicht. Verändere vielleicht deine Position. Du sollst nicht der Gejagte sein,
sondern du sollst der Jäger sein. Du sollst der Jäger sein. Du sollst ein Schammer sein. Du sollst dein Ziel nicht aufgeben. Ja, du, der war bestimmt hinterher Fuchsi, das glaube ich. Es gibt eine Geschichte da in diesen Davids Helden, da heißt es, da war ein Kämpfer mit dem Schwert, der hat so viel gekämpft, dass man hinterher das Schwert aus seiner Hand herauslösen musste, weil die Hand völlig um diesen Schwertgriff drumherum geschwollen war. Hast du jemals in deinem Leben so gekämpft? Hast du am Bett gestanden, wenn eins deiner Kinder wirklich am Ende war? Hast du so gekämpft für jemanden, der dir wichtig war? Hast du das Wort Gottes zugesprochen? Hast du gesagt, ich glaube trotzdem, dass der Herr da ist? Ich glaube trotzdem, dass das, was er gesagt hat, wahr ist, wahr und wahrhaftig. Ich würde hier nicht stehen, wenn ich das nicht tausendmal erlebt hätte. Wisst ihr, den Ermutigungsdienst, den haben wir nicht, weil wir uns was Besseres nicht hätten aussuchen können. Sondern es sind manchmal die abgeprüften Dinge in unserem Leben. Und vorhin habe ich gesagt, nicht dem Feind so viel Ehre geben. In der letzten Zeit, vor allen Dingen in der letzten Woche, denke ich oft drüber nach. Wir werden zu Überwindern trainiert, stimmt das? Unsere Kleider wurden gewaschen im Blut des Lammes. Weißt du, was das Wichtigste ist? Dass das Zeugnis, was wir haben, vom Blut des Lammes getragen wird. Dein Zeugnis über eine Situation, wo du siegreich gestanden hast, wo du alles gegeben hast und gekämpft hast, davon wirst du ein Zeugnis haben. Und dieses Zeugnis ist getragen vom Blut des Lammes. Es ist nicht meins. Es ist nicht deins. Es ist das. Der Herr gab eine große Rettung. Das ist das, was das Eigentliche ist. Wir haben ein Zeugnis. Wenn du jetzt durch eine schwere Zeit gehst und du stehst vorm Spiegel und sagst, ich weiß nicht, wie es gehen soll, dann sagst du, ich werde ein Zeugnis haben. Mein Zeugnis wird das Blut des Lammes tragen. Mein Zeugnis wird ein Überwinderzeugnis sein. Guck mal, da würde ja nicht drinstehen, dass du zum Überwinder ausgebildet wirst, wenn es keine Attacke geben würde. Niemand tritt zu einem Kampf an, wenn es gar kein Gegenüber gibt. Wenn es nichts zu verlieren gibt, brauchst auch nichts zu kämpfen. Aber du willst den Sieg. Du willst überwinden. Du willst nicht das, was du jetzt hast, noch tausendmal, sondern du willst Überwinder, Überwinder. Überwinder, das werde ich überwinden. Ich werde ein Zeugnis haben. Das Zeugnis wird mir nicht gemobst werden. Da kann der Feind noch so blöd rummachen. Ich werde ein Zeugnis haben. Auch gegen schlechte Gewohnheiten, gegen das, wo ich schon länger gegen anstehe. Ich werde ein Zeugnis haben. Das ist eigentlich die Message von mitten auf dem Linsenfeld oder Schammer auf dem Linsenfeld. Dein Zeugnis wird für andere etwas Besonderes sein. Dein Zeugnis ist nicht das Zeugnis von jemand anderem. Denn jeder kämpft unterschiedlich. Jeder wird von Gott unterschiedlich gebraucht. Jeder muss stehen. Hau nicht ab. Kratz nicht die Kurve, wenn es eng wird. Schnapp dir deine Bibel und sag, Herr, zeig mir ein Wort. Zeig mir, was jetzt der Plan ist. Zeig mir deine Strategie. Lass mich wissen, was du denkst. Lass mich hören, was du sagst. Und ich werde es machen. Und das ist eigentlich so heute meine Message. Diese Felder, diese Linsen- und Gerstenfelder, die wurden im Frühjahr reif, vor dem Passafest, vor dem Fest der ungesäuerten Brote. Und das ist das, was die Rettung eigentlich ausmacht. Das ist das Bild von Rettung auf diesem Linsenfeld. Jesus, am Kreuz gestorben, auferstanden, damit wir Siegpunkte in unserem Leben machen. Amen. Amen.